Schätzen die Thematik beim Agrardiesel gänzlich anders sein wie Sie. Sie sehen da eine erhebliche Steuerbelastung, eine erhebliche Wettbewerbsverzerrung, die dann am Ende dazu führen würde, dass der Strukturwandel, den hat es in der Vergangenheit gegeben, den wird es auch zukünftig geben. Es gibt Landwirtsfamilien, Landwirtinnen und Landwirte, die sind nicht liiert, die haben keinen Partner. Manche, die verheiratet sind, haben keine Kinder. Und bei anderen, wo dann danach Kinder da sind, sind die in andere Berufe gegangen. Schon aufgrund dieser Entwicklung wird es einen Strukturwandel auch weiterhin geben, hat es ihn in der Vergangenheit gegeben. Was mich aber umtreibt, ist der Strukturbruch in der Schweinehaltung, ist sich abzeichnender Strukturbruch in der Milchviehhaltung. In diesem Jahr werden wir voraussichtlich die Zahl 50.000 Milchviehhalter unterschreiben im Schweinebereich. Die Spanier haben 9,2 Millionen an Bestand aufgebaut. Wir haben rund 7 Millionen abgebaut in den letzten 10 Jahren. Das treibt mich um. Und was das Thema Landwirtschaft anbelangt, da habe ich möglicherweise auch stark ausgeprägt durch meine Herkunft Baden-Württemberg, frühere Bundesrepublik Deutschland, also die frühere BRD, ein eigenes Selbstverständnis. Landwirtschaft soll Familien und mehr Familien getragen sein. Mein Bild von Landwirtschaft ist nicht, dass die Flächen in der Hand von Investoren sind und Menschen die Arbeit machen, aber das sind eben die Länder mit ihrer Gesetzgebung dafür verantwortlich. Da wird intensiv um einen Weg auch gerade in den jüngeren Bundesländern gestritten.